Ach ja. Und vor allem, ich finde es auch immer schöner, es sieht viel schöner aus Geflücht, ne? Das ist halt auch noch so eine Sache. Bin ich so. Muss immer alles sauber sein, die Flächen bei mir. Sonst macht das doch keinen Spaß mehr im Leben, ne? Ich hätte da natürlich gerade das blöde Gewicht, blöde Schaufel, ne? Ach man. Schießegal. Fügen wir jetzt mal ein bisschen so rein. Ups. Da wird noch mehr. Jawohl, volle Dröhnung. Wir brauchen volle Arbeitsbrädi. Sonst taugt das ja auch nichts, ne? Oh, noch hin, wieder Ärger ein bisschen schräger anscheinend, ne? Dort geht ja mal gar nicht. Oh, guck mal, von innen ist er noch so schön sauber. Ich wusste gar nicht, dass er von innen gar nicht dreckig wird. Ist ja schön. So. Pupsi. Einmal. Und das zweite Mal. Müssen wir noch ein viertes Mal machen heute. Fehlt aber eine große Vorwand, du. Passt ja wie angegossen, ey. Junge, Junge, Junge. Sauber. Sauber, sauber, sauber. Vorsichtig, Trophäe. Nicht zu weit ausscheren. Sonst nehmen wir gleich einen Zaun mit. Und das wollen wir ja nicht, ne? Habe ich gehört. Passt doch alles. Perfekt. Kennst du Donny Megan? So, müssen wir den da jetzt rausfahren oder nicht? Hat mir immer noch keiner beantwortet von euch die Frage, ey. So eine Scheiße. So eine Chance ist das doch. Da soll der jetzt eigentlich schon wieder schön in die Ecke gehen. Das kleine Eckenkind. Also sieht aber auch scheiße aus. Leck mich doch ans Rotum. Das reicht so. Passt so. Hat alles. Genau.
Wisst ihr was? Wir stellen das jetzt sowieso gleich wieder um. Drillkombi kommt jetzt vor dem Wickler und dann kann der Trecker dann nämlich rüber. Und gut ist. Ist doch alles viel besser. So. Vielleicht passt die Drillkombi sogar noch dahin. Ich weiß es nicht. Muss man mal ausprobieren auf so einem neuen Höfchen, ne? Ja. Könnt ihr passen? Ja, guck dich das doch an. Das passt doch wie angegossen. Oder auch nicht. Das doch mal einer an. So perfekt. Kann man doch nicht schmeckern. So, nur zusehen, dass wir jetzt nicht tanken müssen. So. Und dann können wir nämlich erstmal das Gewicht da vorstellen. Erstmal gleich wieder ein schönes Thumbnail machen hier. Und tschakka. Ah, tschakka. Ah, perfekt. Sauber. Schönes Ding. Gewicht brauchen wir jetzt ja nicht. So, und dann holen wir jetzt mal den Grober. Dann fahren wir erstmal in die anderen Rübengrobern. Und dann passt das alles. Ich weiß auch gar nicht, wozu er meinen Grober gebraucht hat. Ich denke mal, der hat... Boah, ich denke mal, der hat, wo die Rüben geladen wurden. Da hat er dann nochmal gegrobert gehabt mit den Kleinen. Würde ich jetzt mal so pauschal behaupten. Aber eigentlich ein bisschen happig. So einen großen Trecker und dann 3 Meter Grober. Naja. Erstmal gucken, wo er überhaupt ist. Achso, oh, der hat einen Fortschritt genommen, ja, gut, das geht auch. Ist bestimmt ein schönes Gespann. Na, guck mal, da hinten steht er schon. Guck mal, hier sind immer so ein, zwei kleine FPS-Einbrüche auf dem Hof, ne? Merkt aber. Auch nur in der einen Ecke. Jawohl. Oh Mensch, das sieht doch schnuggelig aus. Stellen wir den jetzt hin. Gleich wieder hinter dem Futtermischwagen. Das Geile ist hier drin halt, ne? Licht geht alles. Drehzahlmesser geht. Licht geht alles komplett. Das ist einfach... Ich mag den irgendwie. Das ist ein schöner kleiner Trecker. So für... Auch mal so im Winter, wenn du so nochmal ein kleines Fass hast zu deinem zusätzlichen großen, so nur um aufs Wiesenland drauf zu fahren, Gülle zum Beispiel. Dafür ist er auch top. Ein kleines Fass dahinter und dann gib ihn. Und diese blauen Schwanen, die da oben rauskommen, ne? Affen ticken geil einfach. Also da muss man mal den Modder loben. Ich weiß da leider jetzt nicht, von wem der gebaut wurde. Oder welcher Modder das war. So. Mal, wir haben nicht einmal benutzt, ne? Und schon dreckig. Katastrophe. Ja, wir fahren jetzt aber erst in die anderen Rüben. Grobern. Dann fahren wir nochmal hier oben. Wir müssen so sein, nach oben zur Schafe, der auch noch den Einschlag grobern. Oder fliegen, ich weiß noch nicht. Vielleicht fliegen wir auch nochmal. Stimmt, genau, wir haben gerade eh den Flug dreckig weggestellt. Wenn wir eh nochmal rausholen. Oh Mann, ey, ich hab's... Ey, heute ist wirklich ganz schön mit mir. Oh nee, das geht ja gar nicht. Katastrophe.
Fahren wir hier rum. Ausmachen. Naja, so ist das Leben, ne? Eigentlich müssten wir hier quer nochmal einen Weg durchbauen, ey. Viel besser abkürzen, dann bräuchten wir auch nicht jedes Mal einen Kackkreisel, ey. So eine Scheiße. Aber naja, so ist es halt, ne? Genauso wie hier interessiere ich mich eigentlich auch noch für Ackerland. Aber da verrate ich noch nichts weiter. Und eigentlich will ich auch keinen Landberg. Aber nee. Ach, Katastrophe. Wir sind jetzt schon überfordert mit der Lage. Eigentlich wäre es schön gewesen, hier maximal am Pflügen und jemand anders mit unserer Drillkombi noch am Drillen. Einen anderen Trecker oder so. Das wäre eigentlich optimal. Aber, ja. Hab ja leider gerade keinen. Der gute Felix ist verhindert, der gute Torm ist verhindert. Alle scheiße gerade. Das hätte ja einer von denen drillen können oder flügen können, ist mehr Wumpe. Oh, hier oben sind auch die Rüben draußen. Junge, Junge, Junge. Die sind aber auch alle heute schnell. Oder die ist ja schnell. Oh, auch schon gegrubbert. Die Rüben war schon abgefahren. Da sehen wir die jetzt nur nicht. Und wo will der eigentlich einen Rübenberg machen? Und unsere Rüben liegen ja noch. Unsere haben sie nicht abgefahren, die Eierköppe. Müssen wir wieder alles selber machen, du. Junge, Junge, Junge. So, wollen wir mal unser neues Grübelchen probieren, ne? Erstmal ziehen wir jetzt hier so ein Long. Das war Wissen. Das war hier nachher nicht. Halt rüber grubern, damit die Rüben aus genau entlang kommt, wisst ihr? Wir wollen ja nicht so sein. Eigentlich wollte ich mal meine Wagen unter diesem Unterstand hier hinstellen. Hatte ich auch schon mal vor. Hätte das so vom Platz hier auch, ne? Eigentlich schon, oder? Ja. Ja? Ja. Ja klar. Natürlich. Jetzt können wir ordentlich anfangen. Schöner Grober. Auch ehrlich gesagt sowieso schönes Gespann, muss ich sagen. Ganz toll. Harmonieren die zusammen. Ganz toll. So, ich denke mal, ich habe da schon Grünstreifen reingedrillt, deswegen will ich da jetzt nicht so weit rüberfahren. Und wollen wir hier einmal auch entlang. Wir wollen ja nicht so sein, ne? Ach ja. So, wir wollen noch ein Thumbnail, ne? So. Da haben wir eins. Und weiter geht die wilde Reise. Ah, das passt aber jetzt so. Da kommen wir mit der Rübenmaus rein. Das sollten wir hinkriegen. So. Oh, immer schön das Lenkrad reinscheppern lassen, ne? Ganz wichtig. Ist lebensnotwendig. Lebensnotwendig. Und jetzt kriege ich Hunger. Katastrophe. So, fahren wir jetzt mal ein Stück vor. Fahren wir zurück. Drehen wir einmal eine Runde. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht.
Ja, wie gesagt, der Gruber ist cool, da kann man nichts gegen sagen. Sowieso, ja. Stollfrontlader, obwohl, naja, gut, mehr stehe ich eigentlich auf Frost. Und dann aber Maxum, ne, wird das Baujahr mit drei doppelwegen Steuergeräten, ne? Was willst du erwarten? Lärschildgetriebe. Das Beste vom Besten. So, das Beste vom Besten nur auf dem Markt hier, ne? Wenn, dann will man es ja auch richtig schmochen. Tja. Mal kicken wir mal.